Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, willkommen in Teil 5 des Fremo-Treffens Preiskammerkorn 2023. Ja, wir waren das letzte Mal mit dem Kamerawagen unterwegs und zwar in Elkovice. Das Vorbild übrigens, wenn ich mich da nicht vergoogelt habe, liegt in Südböhmen und hieß dann deutsch so ähnlich, nämlich Elschkowitz. Und ja, wir sind jetzt quasi durch ganz Böhmen durchgefahren, ne? Von Nordöst-Ostböhmen nach Südböhmen. Ja, das ist auch wieder mal typisch Fremo. Das hatten wir auch schon in den letzten Teilen. Ja, hier geht es auch in einen Abzweig hinein und da haben wir jetzt dann das Kohlebergwerk. Was ein sehr schönes kleines Modul ist. Also wir haben ja den Hermannschacht auf 2 Meter aufgebaut, dass dann auch mal so ein Kohlezug reinpasst, der dann ein kleines bisschen länger ist. Hier war ein bisschen eine andere Philosophie dahinter. Ich weiß auch nicht, ob es zu Hause irgendwo an der Anlage noch dran hängt. Also für jeden Fall sehr schön gemacht. Mit vielen, vielen schönen kleinen Details. Ja, er ist ein bisschen vorsichtig gefahren, weil er nicht wusste, ob er da jetzt an dem Wagen vorbeikam, der in dem Nachbargleis, die Wagen, die standen nicht so ganz profilfrei. Ja, und dann haben wir hier die einzigen beiden Aufnahmen eines tschechischen Zuges, die dadurch entstanden sind, dass ich diesen Zug gefahren habe. Ich glaube, im allerletzten Fahrplan. Und da habe ich dann noch schnell diese Aufnahmen gemacht, dass man wenigstens noch ein bisschen was vom tschechischen Verkehr im Video haben. Extra langsam gefahren. Ich lache aber auch daran, dass die Lok gerne entgleist ist. Also die hat ja nicht so den Bezug zur Schiene. Der Vorbild ist ja, also sieht sie so aus, als ob sie dann doch so ein bisschen was an Geschwindigkeit bringen könnte mit dem Drehgestell vorn. Ist ja quasi, naja, wie eine 75 auf Drogen, ne, weil sie vorne dann noch eine Achse mehr hat. Aber ich kenne das Vorbild leider nicht. Ja, und dann geht es hier zum neuen Thema, das ist Possendorf. Und zwar wollen wir uns jetzt mal im Rest dieses Videos mal den Verkehr in Possendorf anschauen. Erstmal zum Bahnhof selber. Wir haben hier die typische Windbergbahn-Lok und dahinter einen typischen Windbergbahnzug mit einem 4. Klasse-Wagen von Beckert und den 4 umgenummerten Windbergwagen von Pico. Umgenummert deshalb, weil die hatten zwar die richtige Nummer, aber für die falsche Teilepoche. Na, also da ist bei dem Vorbild dann noch so ein Strich und der sollte da nicht sein. Also zwischen der Nummer und dem Dresden. Ne? Und dann haben wir hier noch einen Fakultativwagen. Allerdings einen preußischen Fakultativwagen. Der sächsische, der kommt dann mal irgendwann noch. Das ist übrigens der Kamerawagen. Da haben sie alle rumgerätselt, was das ist. Na, da, ob das irgendein Ladegut ist oder ob das ein Schutz ist für die Rung, was übrigens keine schlechte Idee ist. Ja, hier Güterschuppen. Dann habe ich hier ein Güterzug stehen. BW ist knackevoll mit diversen Loks, die allerdings eigentlich nicht gebracht wurden, weil
Das waren ja quasi Reserveloks. Sehr viel Güterwagen. Lag daran, dass ich eigentlich viel abgegeben habe im Schattenbahnhof und zusätzlich einige mir noch Frachten geschickt haben. Dadurch, dass aber nichts hinten dran war, war das also relativ unproblematisch. Also ich bin damit zurechtgekommen. Ja, und dann haben wir hier den so eine ähnliche Geschichte, wie wir es schon bei dem Treffen in Kloppenburg gemacht haben, dass ich hier mal versucht habe, sozusagen den gesamten Verkehr, der in Possendorf war, mal in einem Fahrplan mal hier konzentriert mal darstelle. Es war also immer ein Personenzug unterwegs, der nach Holstedt gefahren ist, ab und zu mal ein Stückgutwagen mitgebracht hat und von mir im ersten Fahrplan einen Milchwagen mitbekommen hat, der dann irgendwann mal wieder leer zurückgekommen ist. Und dann haben wir hier das zweite, was unterwegs war. Das ist der Triebwagen. Ich hätte gerne einen Dampftriebwagen gehabt, denn theoretisch hätte ich jetzt hier ja irgendwie wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das hier Diesel oder was. Ja, das war leider ein Problem, was wir mittlerweile Gott sei Dank behoben haben, dass also auf dieser Weiche, da hat einfach ein Draht gefehlt. Ne? Also das Komische ist, dass ab und zu die Züge drüber gefahren sind. Ich weiß nicht, ob sie so einen Pufferkondensator hatten. Ähnlich wie beim Steinbruch habe ich jetzt hier so ein Behelfsgleissperre hingetan. Das, was allerdings eigentlich in dieser Epoche dann nicht mehr üblich war. Da der im Triebwagen ein Problem mit meinem Gleis 2 hatte. Da ist also entweder der Triebwagen zu breit oder mein Bahnsteiggleis, mein Bahnsteig zu nah am Gleis. Also man sieht auch hier, es ist sehr knapp. Aber es ist eigentlich noch Norm. Ja, das müssen wir nochmal nachmessen, aber deshalb habe ich den auch immer auf Gleis 1 starten lassen. Ja, und der ist nach Glastal gefahren, kam dann wieder zurück und damit er jetzt hier den Betrieb nicht behindert, habe ich den dann auch immer gleich wieder in den Lokschuppen stellen lassen. Und da hat das eigentlich wunderbar funktioniert. Dann kam einmal, also im M-Fahrplan kam ein Nahgüterzug rein, der dann auch den Steinbruch bedient hat, der ja hier vor dem Vorpossendorf war. Was mir sehr sympathisch war, dass also der Steinbruch bei mir vor der Nase war. Weil das ist ja auch mein Modul. Und ja, und dann ist das, was jetzt hier wahrscheinlich da hinten schon passiert, während jetzt hier der Triebwagen ausfährt, wird da die Dampflok abgekuppelt. Dann vermute ich mal, dass der Kollege hier der Lokführer für den Nahgüterzug ist. Ich habe dann hier die Stellen, wo nichts passiert ist, habe ich hier rausgestrichen. Also rausgeschnitten, nicht rausgestrichen. Jetzt kommt erstmal der Triebwagen wieder rein. Na, da ist also, weiß ich nicht, eine Stunde, eine Modellstunde vergangen. Erhält, macht Fahrgastwechsel. Und dann begibt er sich über die stromlose Stelle an der Weiche, wo man immer nachschieben musste, in das BW. Ich muss mal kurz vor dem Güterzug fahren, da hat sich dort anleuchtet. Ja, was er jetzt tut. Gut, wir hätten vielleicht vorne rumnehmen können, da wäre es einfacher gewesen. Aber da ist er nicht im Bereich der Kamera. Nochmal zu der Kamera, ist natürlich immer noch mein Handy. Das habe ich, also ich habe es immer an der Strippe gehabt, also im Laden, und dann hat das hier gefilmt und irgendwann hat dann das Handy gekocht und hat sich abgeschalten. Das heißt, also das ist, der Fahrplan ist leider unvollständig. Das wollte auch nicht wieder, ich hatte es dann erst aus der Hülle rausgenommen und habe versucht, das abkühlen zu lassen. Das ist auch nicht so schnell abgekühlt. Ich habe es dann letztendlich, bin rausgegangen, habe es in Schnee gelegt. Na, also Gott sei Dank sind heutige Handys ja auch Spritzwasser geschützt, weshalb das kein Problem ist. Und da war es mehr oder weniger sofort abgekühlt. Na.
dass ich aufs Gleis klopfe, das ist dann irgendwie du kannst quasi raus zum Steinbruch. Für die Lokführer, ne? Also du fährst jetzt hier bis hierhin, ne? Also ich weiß nicht, ob da im Original sind ja alle Weichen handgestellt, ne? Da läuft das einer rum, der die Weichen stellt und dann vermute ich mal die Lok dann sozusagen einwinkt, ne? Und dann entsprechende Signale gibt, dass der Lokführer dann bis da, bis dorthin fährt. So, Triebwagen ist angekommen. Der die Lokklasse G7, also Baureihe 55, mit Packwagen, die fährt jetzt hier raus und bedient jetzt den Steinbruch. Das heißt, die kommt dann mit dem Wagen aus dem Steinbruch wieder zurück. Es war nicht umsonst. Das sehen wir dann jetzt gleich. Du kannst noch was hören. Ich bin sogar ein bisschen vor der Zeit. Ja, da setzt er sich in Bewegung. Muss ich mal was machen, was schon lange überfällig ist. Dann bist du also nicht nur im Fremo aktiv, sondern machst auch noch andere Dinge. Und da sind die Lichter unplanmäßig aus, weil Weichen natürlich nicht nur in Hukowitsch falsch gestellt werden, wie wir das im letzten Video gesehen haben, sondern auch bei mir. Und nachdem wir das Missverständnis aufgelöst haben, geht's hier hurtig weiter. Um dann kurze Zeit später mit den leeren Wagen, eigentlich müssen sie voll sein, aber ich habe ja für die kleinen Wagen keine Ladegüter, die waren eigentlich nicht dafür vorgesehen. Für den Steinbruch habe ich meine Flachwagen und Ladegüter, bloß irgendwann waren die dann alle auf Arrangement unterwegs und weiß ich nicht, flach am Schattenbahnhof, sind nicht wieder zurückgekommen. Einfach auch, weil ich zu wenig Wagenkarten habe, um die dann gleich wieder zurückzuholen. Ja, das war so ein bisschen das Problem. Also da muss dann immer entweder eine Wendekarte rein, oder eine zweite Frachtkarte, die dann es fährt jetzt, es kommt den Wagen sofort wieder zurück beordert. Dann fährt er wieder aus. Oh, also wenn's, wenn das die Konstellation so ist wie im Moment, dann kann der Wagen auch nach Possendorf, ich meine, der geht sowieso nach Possendorf. Und dann kann man je nachdem, wie viele Wagen im Steinbruch stehen, dann eben die noch ein bisschen aufhalten. Und erst dann vielleicht im nächsten Fahrplan zustellen, wenn es zu viel wären. Aber es war gut zu tun, muss ich sagen, jetzt in Possendorf, was so den Güterverkehr angeht. Es war allerdings kein Stressjob. Ne? Also das waren Zeiten, wo man dann auch mal mit den Leuten quatschen konnte oder mal irgendwo mal kurz weggehen konnte, was für mich ja gut ist, dass man dann eben mal eine Aufnahme machen kann von, was weiß ich, von der Schwarzwaldbahn, die ja hier hinter mir ist, oder von der Hauptbahn, die da vor mir ist. Ja, das also war für mich war sehr angenehm, weiß ich, wie es für meine. Also es gab ja zwei oder drei Leute, die dann unbedingt mal einen Bahnhof machen wollten. Habe ich jetzt kein Feedback, wie es ihnen gefallen hat, ob es ihnen zu viel, zu wenig. Also zu viel war es auf jeden Fall nicht. Ob es ihnen eventuell zu wenig war. Ja, das ist. Es ist halt ein Bahnhof, der irgendwo am Ende der Strecke ist und jetzt auch nicht so viele Möglichkeiten bietet. Aber man kann ihn gut, man kann jetzt den Fahrdienstlader hier gut beschäftigen. Das geht. Ja, jetzt werden hier übrigens Frachtkarten sortiert. Ne? Also der hat jetzt hier diese vier Wagen aus dem Steinbruch und muss jetzt alles, was da, also nicht alles, aber vieles, was da hinten steht, jetzt hier rausholen. Ich habe dann meistens den hereinkommenden Zug schon die Wagen sortieren lassen. Das sind die, also die jetzt hinten stehen, da wo ich gerade mein Finger war. Das ist sozusagen der ausgehende Zug. Und ja, die Wagen, die jetzt hier rechts stehen, einer davon ist der Stückgutwagen, der dann mit dem
Personensucher es geht. Das ist also der, der jetzt gerade hier vor dem Güterschuppen, also das ist dieses weiße Gebäude, ne? Das bleibt natürlich nicht weiß, das ist ja 3D gedruckt. Ja, der davor steht, der muss dann natürlich auch wieder davor stehen und bei der nächsten, ja, also die nächste Rangieraktion, die bringt also die beiden Wagen, die jetzt direkt an der Rampe stehen, die müssen raus. Davor steht der Stückgutwagen, der muss dann wieder hingestellt werden. Und da hinten stehen natürlich in der Ladestraße auch noch Wagen, die müssen dann auch noch raus. Ja. Hier haben wir dann die nächste Panne. Ich hatte F-Class 1 eine Lok geputzt und ja, und dann kam der Personenzug rein und konnte nicht einfahren, weil also dieses Putzdingens hier noch im Gleis stand und ich hier aber irgendwie abgelenkt war mit was auch immer. Ich glaube, es war irgendwelcher Digitalkram haben wir da gemacht. Und ja, schnell weg mit dem Ding, dass wir hier zum normalen Verkehr wieder übergehen können und der Personenzug einfahren kann. Was jetzt irgendwie ein besonderes Fleischtempo macht. Ja, dann ist eben immer der Unterschied zwischen einem lokbespannten Zug und Triebwagen. Ne? Der Triebwagen, der würde jetzt, wenn er nicht im BW wandert, einfach wieder rausfahren. Was mir immer ein bisschen langweilig ist. Na, und hier ist eben Lok abkuppeln, Lok umsetzen. Da der Güterzug in Gleis 2 steht, muss die Lok über Gleis 3 umsetzen. Kann auch sein, dass jetzt noch den. Ich weiß jetzt gar nicht, Löwe, die nimmt dann noch den. Ja, immer noch das, den Schluss, die Schlussscheiben. Diese beiden Schlussscheiben, die ja links und rechts dann angebracht werden am Wagen, die sind natürlich hier im Modell miteinander verbunden und werden. Sorry, über die Puffer gelegt. Also in irgendeinem von meinen Videos habt ihr das sicher schon mal gesehen. Ja, inzwischen setzt die Lok um. Über Gleis, ne, die Lok setzt nicht um. Die Lok holt jetzt hier tatsächlich den Stückgutwagen. Kollege hier in Orange ist übrigens, wenn ich das richtig mitbekommen habe, auch hauptamtlich Lokführer. Also der weiß, was er hier macht. Der ist übrigens in Magdeburg zu uns gestoßen. Ne? War also Magdeburg total begeistert. Hat dort Züge gefahren und hat dort mitgewirkt und ist dann jetzt auch nach Dreiskamburg gekommen. Ja, mit dem Stückgutwagen und auch mit dem Milchwagen, das ist auch so eine Geschichte, die in der Epoche 2 noch weit verbreitet war. Milchwagen ist so eher was für Epoche 1. Also das, denke ich mir mal, hat dann, weiß nicht, ob das noch in der Epoche 3 angekommen ist, da ist dann auch nicht unbedingt, also jetzt, was weiß ich, Milchwagen an den Endbahnhof und dann wurde der vollgeladen in der zeitlichen Frühe und dann wurde abgeholt vom Personenzug. Das war dann auch so, dass eben, was weiß ich, ist irgendwo unterwegs mit dem Zug und Türe auf, Milch kann rein auf irgendeiner Unterwegsstation. Und also haben wir es auch schon mal gehabt, allerdings auf der Schmalspurbahn. Ja, also es gab ja bei uns auch mal einen Kollegen, der Handel M gemacht hat. Und der hat das eben genauso gemacht. Das war so ein Vorbild Spreewald. Spreewald ist jetzt auch nicht so unbedingt, naja, das Zentrum des Fortschritts, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Und ja, da ist halt das so halt noch gemacht worden. Ne? Also das, ich weiß, vor Club ist sogar noch Epoche 3. Ja, der Stückgutwagen ist dann
wird dann eben nicht extra irgendein Güterzug dahin geschickt, obwohl der NG daneben steht. Ne? Aber der Personenzug ist halt eher da. Ne? Während der Güterzug dann auf den Unterwegsstationen noch ewig lange rangiert. Und da ist man dann bestrebt, das Stück gut dann noch ein bisschen schneller zu befördern. Übrigens nochmal zu dieser besonderen Gleissperre. Das ist natürlich auch ein Kompromiss, ne? Weil das erstens ist das Ding viel zu groß. Man könnte es so nicht als ein Gleis heben, aber es ist zumindest in der kleinen Version sind da Magneten drin, die das Teil dann an der Stelle festhalten sollen, auch wenn da mal jetzt was weiß ich, ein Wagen dagegen rollt oder so. Also da. Und dann sind natürlich die beiden Hölzer, die jetzt sozusagen längs im Gleis liegen, die sind fest. Das kriegt man natürlich auch so ohne weiteres nicht hin, weil dann natürlich irgendwelche Dampfloks mit Gestänge oder mit was weiß ich was alles dann damit kollidiert. Also das ist so, sagen wir mal, funktionsfähig schwierig zu bauen, deshalb habe ich jetzt erstmal die einfache Version. Und dann soll ja mal eine Gleissperre hin, da ist auf dem Stellboot ja auch schon ein Schalter dafür da, die also richtig dann ferngesteuert auf und zu geht. Wie das auf vielen anderen Fremo-Bahnhöfen auch ist. Ja. So, Lok fährt wieder vor den Zug, kuppelt an. Gleissperre wird wieder hingelegt, die geht hier über beide Gleise. Es gab da immer beide Versionen, ne? Eine für ein Gleis und eine für alle Bälle. Und ja, kommt der Zug wieder als vorne. Ja, und bevor wir zum Güterzug kommen, ist jetzt erstmal nochmal der Triebwagen dran, der jetzt hier wieder ins Gleis 1 rangiert, um dann erst zu fahren. Bevor wir uns dann endlich um den Güterzug kümmern können. Auch hier wird wieder hinten rum umgesetzt. Also über Gleis 2, von Gleis 3 zu Gleis 2 und dann zu Gleis 1 an dem Bahnsteig. Ja, das ging den ganzen Tag so, ne? Also Triebwagen, dass er nicht irgendwo im Weg stand, schnell ins BW. Also mit 2 Personenzügen hätte ich ja ein echtes Problem gehabt. Das wäre so ohne weiteres nicht gegangen. Bei dir ist ja hier die Stasi. Die Stasi, ja. Tja, und während der Triebwagen am Bahnsteig steht, setzt sich jetzt schon der Güterzug in Bewegung. Zumindest macht jetzt hier eine Rangierfahrt. Und sammelt seine Wagen ein. Jetzt muss er erstmal hier mit seinem Regler zurechtkommen. Jetzt geht's los. Ja, ich weiß nicht, was da ist. Das Problem war, manche Regler, die haben noch eine Mittelstellung. Und wenn man das jetzt übersieht, dann kann man dadurch drehen, wie man will. Dann passiert halt einfach nichts. So, ich weiß jetzt auch nicht aus dem Hut, was jetzt hier der Ablauf war. Achso, die Triebwagen fährt erstmal aus, während der Güterzug noch rangiert und versucht hier die Wagen anzukuppeln. Der Güterzug zieht langsam vor. V1
fast ein bisschen zu langsam. Ja, und dann ist er soweit, dass er S fahren kann. Unser Güterzug, unser Nahgüterzug, der jetzt quasi alles aus dem Bahnhof rausschafft, was immer vom Steinbruch kommt und was jetzt auch innerhalb des Bahnhofs an der Rampe und in der Ladestraße beladen wurde, auch wenn die Wagen jetzt hier leer sind teilweise, weil eben jetzt nicht die richtigen Ladegüter zur Hand waren. Dann hat jetzt irgendwer auch diesen Stein hier auf den Wagen gelegt. Ob wir dann diskutiert haben, wie schwer der wahrscheinlich gewesen wäre und dass wahrscheinlich der Wagen zusammengebrochen wäre unter ihm. Aber ich habe ihm dann den Spaß gelassen. Ja, und da sind wir jetzt, während hier der Personenzug wieder einfährt, am Ende dieses Videos angekommen. Wir werden uns den Rest dann nochmal im nächsten Video anschauen. Ich denke mal, es wird dann noch mindestens eins oder zwei weitere geben. Es geht dann im übernächsten Video um die Schmalspurbahn. Müssen wir mal sehen, vielleicht flasht man das im nächsten Video schon mit ein. Ja, soweit erstmal von meiner Seite. Ich denke mal, 27 Minuten für das Video sind genug. Ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus und bis nächste Woche.